Gut, 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 gut. Dann lasst es uns mal versuchen, beziehungsweise mich. Drückt mir die Daumen, so, dass ich nicht gleich Scheiße baue. Ach, eine Anspielung auf den Paten musste ja sein. Ich war mal Taxifahrer. Ich mochte den Job, auch wenn ich nicht viel verdiente und von morgens bis abends arbeitete. Und dann passierte das hier, hä? Es war keine gute Zeit und anderen ging es schlechter als mir. Durch das Taxifahren geriet ich überhaupt erst an Salieris Leute. Eines Tages hatte ich Pause und ruhte mich gerade aus. Da hörte ich einen gewaltigen Knall. Sam, mich hat's erwischt! Verdammt! Reiß dich zusammen. Da ist dein Taxi. Wir schaffen das. Mir war klar, dass ich diese Typen aus dem Staub machen muss. Also verhielt ich mich kooperativ. Schon um kein Loch in den Kopf geschossen zu kriegen. Fahr los. Komm schon. Wohin? Egal wohin. Schnell. Und zwar richtig schnell. Schneller als Sam hier war. Ich bin schneller gefahren als je in meinem Leben. Mir war egal wohin, solange wir Abstand zu den Herren gewannen, die hinter uns her waren. Jetzt pass gut auf. Okay. Wir müssen die Typen hinter uns abschütteln. Scheiße. Wenn wir das nicht schaffen, ist es aus mit uns. Und damit meine ich auch dich. Das fängt ja toll an. Hey, lass der Vini fahren. Der Vini muss da fahren. Ah. Das. Ha. Schießt beide! Willst du dir das Fell durchlöchern lassen, Mann? Nein! Hm, da drüben ist eine Treppe, da fahr ich mal hoch. Das, wenn du deinen Arsch retten willst. Oh, aus dem Weg! Auf, die sind immer noch da. Ha! Ha! Gib Gas, wenn du deinen Arsch retten willst! Wow! Oh. Allerheiligste, aller scheißende Multiversum. Mein Taxi! Ach was, im Taxi geht's gut. Ich sehe die Typen im Moment nicht mehr. Habe ich schon gefragt. Ah ne, da kommen sie, oder? Da ist so ein kleiner roter Fleck auf der Minikarte. Wow, hatte ich eben schon Sorgen, dass es das schon gewesen sein könnte. Wegen dem tollen Überschlag. Wir haben es geschafft! Gute Arbeit, Bruder! Jetzt bring uns zu Salieris Bar. Ich zeig dir den Weg. Okay. Dann schauen wir mal. Solange man nicht verfolgt wird, ist es viel angenehmer zu fahren. Das kann ich jetzt schon sagen. New Ark, die neue Arche. Manchmal die Steuerung geht. Bremsen dauert ein bisschen. So ein Bremsweg ist ja was ganz Natürliches, ne? Gibt's hier irgendwo eine Brücke über das große Wasser da? Ich hoffe es doch. Ah, da vorne. hier drunter durchfahren ist also nicht. Schade. Ja, Leute, es ist gut. Ich darf das. Oh, Hupe ist wohl kaputt, oder? Ah, ne, falscher Knopf. Ah, ich muss mich halt noch an die Steuerung gewöhnen. Wenn ich da jetzt abdrehe, komme ich dann auf die Brücke? Nein. Ach, fahr doch da weg. Hier bin ich dran. Musst du den Platz frei machen für Vini, du Stronzo? Brumm, brumm. So, jetzt aber, ne? Das sieht schon richtiger aus.
Hoffentlich stört sich keiner an den Einschusslöchern. Die sind jetzt nämlich serienmäßig. Fahren wir nicht im Kreis? Ach, das war nur... Ich wollte halt mal gucken, ne? Ich musste ja wenden. So. Ey! Ich kann nichts dafür, Jungs. Sollte dann hier nicht bald das Ziel sein? Da ist die Straßenbahn, okay. Honk, honk. Diese tollen Hupen. Und jetzt? Gibt's hier irgendwo eine Karte? Ah. Gut. Irgendwie klappt der Rückwärtsgang wohl nicht immer so. Es verwirrt mich gerade etwas hier, wie ich fahren soll. So, wenn ich da hochfahre, dann müsste ich doch auf die andere Seite kommen, oder nicht? Also ein bisschen höher, genau, und da jetzt rechts ab. Nach Little Italy, okay. Das macht Sense. Fahren wir nicht im Kreis? Ach, halt die Scharnuze. Passt schon. Achtung, ich überhole. So. Das war Absicht. Eieiei. Ich sag's doch, meine Fahrkünste, die sind super. Will da jetzt einer von hinten überholen? Gibt's nicht. So, da nach links und dann sind wir eigentlich direkt da. Gut. Dürfte ich nicht bremsen? Ich darf wohl nicht. Wer sind diese beiden Herren? Endlich sind wir zu Hause. Warte hier, Junge. Sam holt dir ein kleines Präsent von Mr. Salieri. Okay, okay. Vini wartet. Danke für deine Hilfe. Kein Problem. Ich weiß nicht, wer du bist. Das kleine Präsent, das könnte auch ein böses Präsent sein. So von wegen keine Zeugen, oder wie? Oh, Waffanculo, Vinny, wo bist du denn reingeraten? Das ist doch nicht gut. Wie rettest du jetzt deinen Cassone? Ey, was geht? Ich bin Vinny. Die gucken so unverdächtig verdächtig hier rüber. Ich war das nicht wirklich. Wink ihnen doch mal zu, Vinny. Und nun? Jetzt hat er aber Herzklopfen. Zigarre?
Mr. Salieri dankt dir, ebenso wie Pauli und ich. Hier ist eine kleine Entschädigung für deine Dienste und für dein beschädigtes Taxi. Es sollte reichen. Ja, natürlich, danke. Richten Sie Mr. Salieri meine Grüße aus. Gib ihm den Kuss des Todes von Winnie. Mr. Salieri richtet dir aus, dass er sehr dankbar ist. Solltest du jemals etwas brauchen, kannst du wiederkommen und Mr. Salieri um Hilfe bitten. Mr. Salieri vergisst niemals Freunde, die ihm einmal geholfen haben. Wenn du interessiert bist, könnten wir vielleicht sogar einen Job für dich finden. Mr. Salieri zahlt gut. Wir haben immer einen Job für Leute, die so gut sind wie du. Okay, ich denke darüber nach. Danke. Echt nett. Danke. Ich gehe jetzt besser den Wagen reparieren und so. Okay, verstehe. Denk einfach drüber nach. Und ich hoffe, dir ist klar, dass die Sache unter uns bleibt. Pass auf dich auf. Klar wie Kloßbrühe. Als ich den Umschlag öffnete, bekam ich fast einen Herzanfall. Es war mehr, als die Reparaturen kosten würden. Aber ich dachte nicht eine Minute über ihr Angebot nach. Ich wollte nicht mit Gangstern arbeiten, selbst wenn sie noch so viel Geld hatten. Besser arm und am Leben als reich und tot, oder? Ich lasse mein Taxi reparieren und versuche alles so schnell wie möglich zu vergessen. Wie meine Mutter immer gesagt hat, man kann nie voraussagen, was Gott noch für dich auf Lager hat. Tja. Auf der Flucht, oh oh. Muss ich gleich wiederfahren? Bringen Sie mich bitte zur Kirche nach Downtown. Okay, okay. Ah, das... Das sieht aus, als könnte es einfach nur weiteren Trappel geben, ja. Die perfekte Vorlage. Ja, ich mag die Musik. Ich wollte auch schon immer so einen Kontrabass haben, aber teuer und braucht viel Platz. Deswegen habe ich keinen. Sollten wir nicht auf der Straße fahren? Ach, halt die Klappe. Genau, das ist mein Job, nicht deiner. Oh, da vorne, der ist schon gepimpt, das ist ein Lowrider. Auf the road in the downtown muss man auf die Bremse steigen, wenn die Arschlöcher vor einem einfach bremsen, weil die Ampel wohl auf rot gesprungen ist. Jetzt ist sie grün, fahrt doch meine Kollegen. Ihr geht mir auf den Keks. Hier sind doch keine Polizisten, oder? Dann kann ich ja bei Rot drüber fahren. Nein. Oh. Ach, wie hat er gesagt, ich soll anhalten und bezahlen, ne? Tut mir leid, Officer. Soll ich jetzt aussteigen oder nicht? Fazia di merda. Nein. Ich glaube, ich muss die Sprache hier etwas hochstellen. Passt schon. Okay, ich werde vielleicht doch keine rote Ampel mehr überfahren. Jetzt muss ich aber hier erstmal gucken. Grafik, Audio. Ja, ich mache die Autos mal etwas runter, die Soundeffekte etwas runter. Musik nur minimal runter. So. On the road again. Fahren wir doch einfach diese Abkürzung. Oh, vielleicht keine gute Idee. Können Sie überhaupt fahren? Kannst du überhaupt die Klappe halten? Darf man hier wirklich fahren? Ja. Okay, hier an der Treppe bitte. Jo, passt schon. Oh, der hat auch schon wieder... Na, der hat wieder was von so einem Gauner. So. Danke, hier ist das Geld.
Gut. Und gleich der nächste. Sind Sie frei? Ich muss zum Krankenhaus in Newark. Kein Problem. Das ist doch alles nur so ein ruhiges Intro. Ah. Okay, nach New York. Newark. Oh, scheiße, die Ampel ist rot und dann halte ich wohl besser an, weil die Bullen kommen könnten. Los! Also, geht doch. Na, der mutzt wenigstens nicht rum, dass wir auf dem Bürgersteig gefahren sind. Sorry, diese swingende Musik, die reißt mich halt so mit. Das wird euch wahrscheinlich öfter passieren, dass ich hier dann so ein bisschen, keine Ahnung, mit Silben um mich schmeiße. Rhythmisch. Pharmacy. Autsch! Ich wollte zum Krankenhaus. Jetzt muss ich ins Krankenhaus. Entschuldigung. Ach komm, wegen dem kleinen Bums. Du wurdest wohl noch nicht oft gebumst. Hm, nehme ich den Weg hier außen entlang? Ja. Geh von der Straße, du Depp. Langsam! Sie fahren wie der Teufel persönlich! Ja, ist ja okay, ich schalt meinen Tempomaten ein. Jetzt halten die da an, weil der Depp da aussteigt. Ich glaube es doch nicht, das gibt's doch nicht. Da wird man am liebsten die Tommy Gun auspacken. Oh, Leute. Ist gut. Jetzt bin ich dran. Aus dem Weg. Hupt er mir zurück. So ein Penner. So, wir sind gleich da. Soll ich dich bis hier reinfahren? Ist es. Fahren Sie zum Eingang, bitte. Jawohl. Direkt. Zählt das... Warum zählt das jetzt nicht? Muss ich richtig da stehen? Danke, hier ist Ihr Geld. Na also, jetzt kommt bestimmt die Frau. Und will irgendwo hin. War ja klar. Ein Glück, dass Sie da sind. Ich muss zum Theater auf Central Island. Nehmen Sie die Giuliano Bridge. Das ist am kürzesten. Wie Sie meinen. Okay. Fahre über die Giuliano Bridge. Das ist ja die große da unten, ne? Essen Sie eigentlich gern Lasagne? Vini mag die Lasagne. Ich finde die Musik einfach geil. Aus dem Weg! Heiß und fettig! Dicke Frau? Ne, die ist nicht dick, okay. So, und dann zweimal rechts, ne? Einmal. Und zweimal. Und dann ist ja da, dann sind wir auf der Bridge, genau. Und dann sind wir ja schon fast da. Hank, Hank. Ich bin der Wehrwagen. Hitlers Lenkrad, Charles Mansons Blinklicht und der Scheibenwischer von Kit. Kann ich mich da durchdrücken? Ich glaube nicht, oder? Soll ich es mal versuchen? Au! Passen Sie auf! Ja, ja.
Ist normal in meinem Job. Vinny weiß schon, wie er fahren muss. Okay, hier, ne? Oh, da fällt mir aber gerade was ein. Es könnte ja sein, dass ich die Musik ausschalten muss, weil vielleicht da jemand noch Rechte drauf hat und die noch nicht im Public Domain ist. Da muss ich halt mal gucken. Im schlimmsten Fall muss ich die erste Folge hier dann wieder rausnehmen, aber ich versuche mich da mal zu informieren. Hier ist das Geld. Auf Wiedersehen. Es wäre aber schade, gerade weil die Musik so schön ist. Gut. Und jetzt kommt wieder einer oder dürfen wir jetzt mal Abgang machen? Ach. Ach nein, jetzt sagt mir nicht, dass da ein Glitch hat, weil ich hier den Hydranten umgefahren habe. Moment, der Herr, ich helfe Ihnen beim Einsteigen. So. Guten Tag, ich muss nach Hoboken zur Pompeji-Bahn. Na klar, auf geht's. Nach Hoboken, da habe ich mich eh schon gefragt, wie man Stadtteil so nennen kann. Vor allem Hobo steckt da drin, und Hobo ist ja Penner. Macht Platz, hier kommt der Speedrunner. Bertones Autoservice. Da geht Winnie immer hin, um sich neue Felgen zu holen. Bam. Das ist ein richtig schönes Lams hier. Sieht so richtig rustikal aus. Zumindest die Hälfte der Gebäude in etwa. So, Ken der Penner, Hobo Ken. Carver, Boys Grill. Not Boys and Girls, Boys and Grills. Kann ich hier nicht abkürzen? Nee, ist ein bisschen schlecht, ne? Dann fahren wir halt um die Ecke. Dann haben wir unseren Fahrgast auch um die Ecke gebracht, ne? Aber da passiert doch noch was, da bin ich mir sicher. Nein! Arschloch! Oh, warum fahren Sie so? Weil der Depp mir davor gefahren ist. Da müsst ihr doch sehen, wo ich hin will. Ups. Oh, warum fahren Sie so? Wir reden doch mal. Aber ein bisschen blöd, dass es bei jedem Crash so kurz ruckelt. Also so den habe ich den Eindruck zumindest. Muss ich mal gucken, woran das liegt. Ob ich da vielleicht irgendwas patchen kann oder muss. Aber eigentlich sollte das die aktuellste Version sein. Version 1.3. Ich glaube, das ist die aktuellste. Weil ich habe es mir ja als so eine, keine Ahnung, Best-of-Edition, ne, Green Pepper war das, glaube ich, habe ich mir das geholt. So, hier müsste das Ziel gleich sein. Da, zum Eingang bitte. Zu welchem Eingang? Ah. Hier, bitte. Stimmt so. Spiel gespeichert, okay, gut. Dann mache ich am besten hier gleich mal einen Schnitt. Ich muss zum Kaufhausparkplatz in Little Italy. Sind Sie frei? Kein Problem, fahren Sie. Ah, Little Italy, okay. Da passiert bestimmt was. Nehmen Sie bitte die Giuliano Bridge und dann den Tunnel. Das ist am kürzesten. Muss man auf die hören? Okay, also wie gesagt, ich mache hier dann mal einen kurzen Schnitt, weil ich will ja gucken, wie es halt so ist der Musik und so weiter. Nicht, dass ich da jetzt umsonst was schneiden muss. Ich hoffe, bis hier hat es euch schon mal gefallen und sage...
Bis bald bei Mafia.